Sie kennen die großen Reiterbildnisse auf den Plätzen der Städte. Doch gerade im Barock entstanden auch kleinformatige, sogenannte Saalmonumente als Sammlerstücke. Ebenso wie ihre großen Pendants wurden sie Inbegriff der Darstellung eines siegreichen Herrschers. Matthias Steindls Elfenbeinarbeit ist technisch atemberaubend und voller wohldurchdachter Details. In der gesamten Kleinplastik jener Zeit findet man kein ebenbürtiges Werk. Nach der Abwehr der zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1683 unter Kaiser Leopold I. herrschte im Habsburgerreich eine Zeit der Glorie und des Friedens. Die Wahl und Krönung von dessen Sohn Joseph I. zum römischen König war vermutlich der Anlass für die Entstehung dieser Elfenbeinskulptur. Sie zeigt den erst 11 Jahre jungen, zukünftigen Herrscher als stolzen Reiter im Sieg über die Figur des Furor. Der Furor ist diese Person, die zu Füßen des Pferdes, des aufsteigenden Pferdes liegt. Er stellt eigentlich mit den Attributen, die er an sich hat, die Schlangen, die Brandfackel, eben das Symbol des Schreckens, des Terrors, eigentlich des Krieges dar. Und die Pose des Josef, wie er sehr erhaben, sehr ruhig eigentlich auf seinem Pferd sitzt und darüber hinweg reitet, dokumentiert, dass er diesen Schrecken des Krieges eigentlich überstanden hat. Die Josef-Darstellung ist eine Hälfte eines Doppeldenkmals. Die zweite Figur stellt seinen Vater Leopold in einer ähnlichen Pose dar. Ein Reiterdenkmal galt seit der Zeit des römischen Kaisers Marc Aurel als die vornehmste Verherrlichung eines Herrschers. Das in dem vorliegenden Kunstwerk verwendete Elfenbein zählte im 17. Jahrhundert zu den bevorzugten Edelmaterialien. Kaiser Leopold I. hat das Material Elfenbein sehr geliebt. Und im Barock ist es eigentlich so richtig noch mal erblüht, weil die Handelswege natürlich zu der Zeit auch besonders ausgebaut wurden. Also es stand in wesentlich größeren Mengen zur Verfügung, wenn auch es trotzdem immer noch ein extrem kostbares Material war. Im ausgehenden 16. und frühen 17. Jahrhundert wurden an fast alle Fürstenhöfe Beinstecher, also Elfenbeinkünstler, berufen und Drehstuben eingerichtet. Nicht selten haben sich die Fürsten auch selbst in der Kunst des Drechselns und Stechens geübt. Der gekonnte Umgang mit Elfenbein war für einen Herrscher eine besondere Auszeichnung, auch wenn die wahren Kunstwerke aus der Hand der Kammerbeinstecher hervorgingen. Die natürliche Mischung aus weichen, organischen und kristallinen, anorganischen Bestandteilen machte Elfenbein zum einzigen Material jener Zeit, das sich derart fein bearbeiten ließ. Ich bin davon überzeugt, dass Matthias Steindl, der Künstler, sehr bewusst, ganz gezielt die Ansatzstellen der einzelnen Elfenbeinstücke so gewählt hat, dass man wirklich den Eindruck hat, es ist komplett aus einem Stück Zahn gefertigt. Das hat er geschickt kaschiert eigentlich durch Draperien, die er irgendwo drüber gesetzt hat oder Schleifen. Also die Übergänge hat er wirklich ganz gezielt gewählt. Die werden aber heute eben durch die Schrumpfung des Materials, durch Schmutzeinlagerungen sichtbarer, als sie ursprünglich waren. Also der Eindruck ist heute etwas verfälscht. Röntgenaufnahmen zeigen weitere Details der Figur, die sich dem Betrachter normalerweise entziehen. So wurde beispielsweise zum Zweck der Materialeinsparung ein Stück Holz als Kern im Pferderumpf verwendet. Weiters sind Spuren einer Restaurierung aus dem Jahr 1972 zu erkennen. Die bis ins kleinste Detail sorgfältig vollendete Plastik hat sich trotz einiger offensichtlicher Strapazen so gut erhalten, dass ihr Zauber dem der überlebensgroßen Denkmäler bis heute in nichts nachsteht.